Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist Lauri, wir spielen Golden Sun weiter. Und ja, wir begeben uns jetzt in die große, weite Welt. Und ich schaue jetzt mal. Passt super, alles klar. Weg mit der Maus. Denn letztes Mal war aus Versehen die Maus drin. Gut. Dann geht es jetzt auf. Muss kurz schauen. Ah, nein. Wie Rennen funktioniert hat. Oh! Ich muss mich erst wieder an die Steuerung gewöhnen. Ein reisender Krieger! Oh, du scheinst doch noch ein Adept zu sein! Du bist genau die Sorte Kämpfer, nach der ich gesucht habe. Würdest du mich bitte mit dir nehmen? Ich bin ein Venus-Djinn. Mein Name ist Kiesel. Ich muss meine Kameraden finden. Als der Vulkan ausbrach, sind wir voneinander getrennt worden. Nun müsst ihr mir behilflich sein, meine Freunde auf den Reisen zu suchen. Wenn ich euch begleiten darf, verspreche ich, euch Adepten von großem Nutzen zu sein. Eure Synergien werden stärker und auch eure Fähigkeiten als Adepten werden sich verbessern. Du kannst uns im Kampf zu Hilfe rufen oder unsere Kräfte nutzen, um deine eigenen zu verstärken. Beschwörst du mehrere von uns zur gleichen Zeit, werden sich unsere Kräfte vereinen. Was sagst du? Nimmst du mich mit? Ja? Ja. Ja. Du wirst schon sehen. Du wirst es nicht bereuen. Kiesel, der Venus-Schön ist nun Isaacs Verbündeter. Ich gebe dir noch eine schnelle Einführung, wie man uns schön einsetzt. Nachdem du einen Djinn in dein Team aufgenommen hast, kannst du ihn mit jemandem verbinden. Um deinen Djinn jemand anderem zu geben, bewege ihn so. Verbinden. Geben. Klick. Juhu. Nachdem du entschieden hast, wer den Djinn halten soll, kannst du ihn verbinden. Mit einem Djinn verändert deine Attribute und mitunter sogar deine Klasse. Ändert sich deine Klasse, können sich auch deine verfügbaren Synergien ändern. Schwupp. Jetzt zeige ich dir, wie du uns im Kampf einsetzen kannst. Jeder Djinn verfügt über andere Kräfte. Hier Effekt im Kampf entfesselt, Wetterschlag spaltet Felsen. Ja? Sobald wir uns mit dir verbündet haben, kannst du uns im Kampf freisetzen und unsere Kräfte für dich nutzen. Lass mich dir eine Kostprobe meiner Macht geben, Isaac. Zehn Jahre später. Zombie erscheint. Team von Isaac greift zuerst an. Ich mach gar nichts. Also nur damit du Bescheid bist. Wähle dieses Kommando, um mich in den Kampf zu schicken. Ich kann das eigentlich alles überspringen. Ich weiß das alles. Das ist alles, was du tun musst, um einen verbündeten Djinn freizusetzen. Schwusch. Hast du gesehen? Als du mich freigesetzt hast, habe ich mit meiner mächtigen, steinzerschmetterten Faust angegriffen. Nachdem wir freigesetzt worden sind, warten wir Djinns darauf, beschworen zu werden. Djinns im Standby-Modus verfügen über noch größere Kräfte. Die elementare Macht der Erde. Siehst du? Wir Djinns sind doch wirklich nützlich, oder? Und noch etwas. Nachdem ein Djinn beschworen wurde, braucht er einige Zeit, um sich wieder zu erholen. So
Sobald wir uns erholt haben, verbinden wir uns automatisch wieder mit dir und sind bereit zum Angriff. Von einem Bündnis aus gehen wir in den Standby-Modus. Dann erholen wir uns und anschließend verbinden wir uns wieder. Das ist die einfachste Methode, uns einzusetzen. Hast du das alles verstanden? Ja. Ach ja, wenn du noch mehr über Jinx erfahren möchtest, sieh dir das Hilfemenü an, okay? Ja, ja. Passt. Ja. Gut, ich begleite dich jetzt. Nochmals vielen Dank. Bitte setze uns Jinx mit Bedacht ein. Und wir haben den Venus-Djinn Kiesel dabei, der die ganze Zeit labert und labert und labert. Gehen wir erstmal da hoch. Oh. Okay, Reismaus. Das ist ein bisschen nervig, dass Leute, ja super, 4 Münzen, wahnsinnig, ich bin reich. Nein, Entschuldigung, war keine Absicht. Und wir müssen jetzt noch etwas machen, denn ich glaube, wir haben das Geschenk unserer Mutter noch nicht eingegangen. Genau. Anlegen. Und jetzt können wir nämlich Fänger einsetzen. Und bekommen eine Nuss. Und diese Nüsse sind super toll. Was ist mit euch? Wollt ihr Lumpa betreten? Tja, das geht nicht. Geht zurück, von wo ihr gekommen seid. Dieses Lumpa, nur wenn die Erlaubnis von deiner Meister Zunge verboten. Okay. Wir gehen mal kurz in die Höhle. Wer ist Lumpa? Auch wenn wir hier noch nichts machen können. Denn uns fehlt eine Kraft, die wir erst später erhalten. Ja. Ich mag die Musik so. Ich muss ehrlich sagen, die Musik von Golden Sun ist eine von wenigen, die mir sehr gefällt. Warum habe ich da keine Soundeffekte? Das verstehe ich einfach nicht. Sonst nie Probleme mit Soundeffekten und hier keine Chance. Okay. Wir sind ein Level Up. Entschuldigung. Völlig selbst vergessen. Wir können keine Sekunde länger von einem so gefährlichen... Was? Oh nein, was habe ich getan? Halt, Baby! Wir kehren sofort nach Calais zurück. Meister Hamid, das ist schrecklich. Die Brücke wurde zerstört. Wir können nicht weiter nach Süden fallen. Hm, die Brücke? Das ist fürchterlich. Wie sollen wir jetzt nach Köln kommen? Meister Hamid, ich mache mir Sorgen, weil wir Ivan zurückgelassen haben. So gern ich Ivan auch habe, es war seine Schuld, dass mein Stab gestohlen wurde. Und seine merkwürdigen Kräfte werden ihm helfen, den Stab wiederzufinden. Ivan hat merkwürdige Kräfte?
Wir müssen diesen gefährlichen Ort sofort verlassen. Aber wohin? Wohin sollen wir gehen? Uns bleibt keine Wahl. Wir fahren in Richtung Norden. Wenn wir nach Norden fallen, landen wir in Lumpa. Immer noch besser, als von Felsbrocken erschlagen zu werden, oder? Okay. Keine Ahnung. Ja. Und wir gehen nach Volts. Willkommen in Volt, die Stadt im Herzen von Andara. Wir huschen mal ein wenig herum. Entschuldigst du uns, dass wir meinen Namen Stab gestört haben? Ja. Ey, nur weil wir neu in der Stadt sind, heißt das doch lange nicht, dass wir ein Haufen von Dieben sind. Abgesehen davon kannst du gar nichts beweisen. Das ist überhaupt nicht verdächtig. Hallo Hund. Wurf! Okay. Der Hund macht Wurf. Hui. Niemand begeht unter meinen wachsamen Augen einen Diebstahl. Wir wissen, dass die Diebe nicht von hier sind. Sie müssen von außerhalb gekommen sein. Oh nein! Wie furchtbar! Seht ihr das? Seht ihr das da? Da? Und jetzt ist es da drüben. Und wir kommen da jetzt aber noch nicht hin. Ja, renn gegen den Baum. Ich habe diese Folge schon mal aufgenommen. Habe mich dann aber leider bei OBS verdrückt. Ich habe mich verdrückt. Und musste diese Folge wegwerfen. Ich hoffe, dass ich diesmal alles richtig aufnehme. Kann mir niemand Ivan helfen? Mein Mann, der Bürgermeister, kann nicht glauben, dass der Bewohner von Wald der Dieb sein könnte. Aber bis wir den Übeltäter nicht gefunden haben, kann Ivan nicht nach Kalai zurückkehren. Wenn ich nur ein wenig älter wäre, könnte ich Ivan helfen. Ivan verfügt über große Kräfte. Würdest du nicht auch gerne wissen, welche Art sie sind? Auf keinen Fall. Das ist unser Geheimnis. Okay. Oh, das ist Ivan. Ja, ich besitze seltsame Kräfte. Ihr besitzt sie auch, nicht wahr? Wie? Meine Kräfte? Nennt man Synergy? Das wusste ich nicht. Wir haben so viel gemeinsam. Ich fühle, dass ich euch vertrauen kann. Ich habe ein Problem. Der Stab von Meister Hamed wurde gestohlen. Würdet ihr mir helfen, den Stab meines Meisters zu finden? Ja, klar. Wieso nicht? Wir kennen dich zwar jetzt erst 2 Sekunden, aber wir lieben dich bereits. Vielen Dank. Mit eurer Hilfe kann ich den Stab sicher wiederfinden. Eure Namen sind Isaac und Garrett. Ich bin Ivan. Es freut mich, euch kennenzulernen. Meine Fähigkeit, Gedanken zu lesen, hat euch ganz schön erschreckt, oder? Bin ich wirklich... Ist meine Gabe denn wirklich so erschreckend? Ach, nö. Ivan und Isaac fassen sich an den Händen. Oh, wie süß. Meine Gedanken! Hör auf, meine Gedanken zu lesen, Ivan! So, Isaac,
Konntest du Garys Gedanken lesen? Genau wie ich dachte. Was? Du konntest auch meine Gedanken lesen, Isaac? Ich dachte mir schon, dass ihr meine Fähigkeit übernehmen könntet, wenn wir unsere Synergy vereinen würden. Hey, das ist nicht fair! Warum wird hier nur in meinen Gedanken gelesen? Du hast recht. Es ist nicht fair, nur deine Gedanken zu lesen. Ivan und Garrett fassen sich an den Händen. Na, zum Glück fassen sie sich nicht woanders hin. Wow, ich habe es getan. Ich konnte ihre Gedanken lesen, Isaac. Lasst uns mit Hilfe dieser Fähigkeit die Diebe finden. Eine Sekunde. Werden es denn die Leute nicht merken, wenn wir ihre Gedanken lesen? Oh, ich verstehe. Ihr zwei könnt sehen, wenn ich meine Psylogy einsetze. Isaac, du und Garrett, ihr seid beide Adepten. Vielleicht ist das der Grund, warum ihr es merkt, wenn ich eure Gedanken lese. Alle anderen Leute werden gar nichts merken. Und wir sollten uns deswegen keine Sorgen machen müssen. Keine Sorge. Ich werde nicht wieder in eure Gedanken lesen. Ivan gehört nun zum Team! Lasst mich die Gedanken der Stadtbewohner lesen, um den Stab zu finden. Dann werden wir dies tun. Ich versuche als erstes mal mit diesem Herrn da. Ich glaube, die sind ein bisschen zu weit weg. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Ja, wir sind definitiv zu weit weg. Und so quatschen wir ihn leider nur an. Ja, ja, bla bla. Das bringt uns gar nichts. Wir gehen jetzt aber zum Inn. Wir könnten auch ein bisschen schlafen. Oh ja, wir suchen mal ein bisschen Zeug ab. Manchmal findet man richtig coole Sachen in den Kisten und so. Minze zum Beispiel. Oh, Minze ist toll. Minze ist ein Gegenstand, den man nicht oft findet. Der allerdings den Status fest verändert. Also er bleibt verändert. Und ich muss jetzt mal kurz schauen. Ja, wir sollten unbedingt ein bisschen schlafen. Bla bla, 12 Münzen, wunderbar und gute Nacht. Ja, wir hatten eine wunderbare Nacht und wir gehen jetzt hoch. Nichts. Nein, nein, nein. Naja, jetzt wunderbar. Dum, dum. Was wollt ihr? Oh, sieht so aus, als hätten sie diesen großen Jungen dabei. Ich kann ihn nicht leiden. Halte den Boss fern von mir. Okay. Und die hauen jetzt natürlich immer ab. Sie verhalten sich verdächtig. Irgendetwas stimmt hier nicht. Aber du kannst ihre Gedanken nicht lesen, wenn sie ständig herumlaufen, oder? Gibt es denn keine Möglichkeit, sie zu fangen? Vielleicht können wir Kaisi umzingeln. Keine Sorge, das wird sicher funktionieren. Isaac, du übernimmst die Führung. Hey, da sitzt sie wieder. Oh, sie wollen uns umzingeln. Wir dürfen uns auf keinen Fall von ihnen fangen lassen. Oh, jetzt habe ich falsch gelesen. Wir dürfen uns auf keinen Fall von ihm fallen lassen. Es gibt
keinen drinnen. Jetzt, Ivan. Also gut. Was ist das? Was macht er da? Er hat seine Augen geschlossen. Was hat er jetzt vor? Ist er fertig, Ivan? Was ist der Fan, Ivan? Sie waren es. Ich glaube, sie haben auch noch jede Menge anderes Zeug gestohlen. Es scheint, als würden sie ihre gesamte Beute irgendwo hier in diesem Gasthof verstecken. Aber sie werden sicher nicht zulassen, dass ich ihnen nochmal zu nahe komme. Dann haben wir wohl keine andere Wahl, als den Gasthof zu durchsuchen. Überlass das nur uns. Isaac hat noch nie versagt. Ich vertraue deinem Pflichtgefühl. Dann ist es entschieden. Lass uns gehen, Ivan. Isaac hat noch nie versagt? Klingt sexy. Irgendwie. Und jetzt können wir nämlich da oben rein. Und da haben wir die Kiste und wir werden jetzt gleich kämpfen müssen. Ja, das weiß ich. Deswegen werde ich kurz safen. Speichern. Okay, und wir brauchen Verschieber. Oh, falsch. Müssen wir das so einsetzen? Ach, Menno, wir kommen ja nicht vorbei mit dem Typen. Isaac befreit ihn von seinen Fesseln. Nein, sowas. Wie nett. Ich kam auf diesen Dachboden, während ich das Dach repariert habe. Aber ich konnte nicht bis ganz nach hinten gelangen. Deshalb habe ich einen Blick riskiert, als plötzlich... Booms! Jemand hat mir von hinten eins übergezogen. Als ich wieder zu mir kam, lag ich hier gefesselt am Boden. Eigenartig. Ich kann mich nicht dran erinnern, dass vorher auch schon all diese Kisten hier rumstanden. Vielleicht ist ja das Diebesgut in diesen Kisten. Sieht so aus, als wäre unser Versteck aufgeflogen. Pixelfaces! Okay. Dafür, dass du nur einer von Hamels Laufburschen bist? Oh. Bist du ganz schön hartnäckig, Jungchen. Warum arbeitest du so hart für Hamel? Was hast du schon davon? Aber Hamlet ist ohnehin schon von einem viel übleren Haufen als wir es sind gefangen worden. Ich habe gehört, dass Hamlet nach der Eruption nach Lumpa geflohen ist. Sagtest du eben Lumpa? Jemand, der so reich ist wie Meister Hamlet, sollte sich nicht mal in die Nähe von Lumpa wagen. Was für ein Ort ist Lumpa? Die Stadt wurde nach ihrem Gründer, dem edlen Dieb Lumpa, benannt. Diese Familie von Dieben blieb sogar noch ehrenhaft, als sein Sohn Don Pazzi zum Anführer wurde. Aber Don Pas Sohn Dodon Pa ist alles andere als ein edler Dieb. Hey, langsam wird es anstrengend, weil ich nicht weiß, wer jetzt gerade schwatzt. Dieser Mann verfügt über keinerlei Moral. Man sagt, er ist wahrhaft böse. Ihr seht,
So übel sind wir gar nicht. Wie ist es? Lasst uns gehen? Nö. Was? Du meinst, selbst wenn wir alles wieder zurückgeben und uns entschuldigen, bleiben unsere Taten immer noch ein Verbrechen? Das soll wohl ein Witz sein. Wir haben alles Zeug ehrlich gestohlen. Ich denke, wir müssen dafür Sorge tragen, dass ihr für immer ruhig bleibt. Und es gibt nur eine Art, dies zu gewährleisten. Schnapsel! Und hier machen wir einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dann!